Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem NoGuys-Kanal. Ich hatte eh vor, ein bisschen Gladiator zu zocken und jetzt sehe ich gerade, dass Magic Arena Super Singleton anbietet, was im Grunde nichts anderes ist als Arena Lander oder Gladiator, je nachdem, wie man es nennen möchte. Wir spielen also 100 Karten Singleton, Highlander, unter dem Namen kenne ich es, aber halt auf Arena. Ja, und es gibt ein paar schöne Styles zu gewinnen. Aber viel, viel relevanter finde ich, ich kann gegen random Leute antreten, anstatt gegen die Decks, die ich eh schon kenne. Und wir spielen heute Gruul. Denn ich glaube, das ist das stärkste dieser Decks. Und ich spiele es unglaublich gerne. Und wollen wir doch mal sehen, was wir außerhalb unseres Discord-Metas so an Decks rumlaufen haben. Und ich glaube, den Sound mache ich noch ein bisschen leiser. Schwierig einzuschätzen. Zwei Länder und wir fangen an. Zwei Länder ist in dem Deck knapp. Na geil. Egal, tiefer gehen wir nicht. Wir haben immer noch zwei Länder, aber diesmal Yennefer-Elfen. Wir sind hart color screwed. Annex sehe ich uns in nächster Zeit nicht casten. Deswegen würde ich sagen, legen wir Annex weg. Ist die Frage, machen wir Turn 1 Forest into Yennefer-Elves, um Turn 2 vielleicht Galia spielen zu können. Oder starten wir Tapped? Da wir eh keinen 3-Mana-Spell haben, starten wir Forest Llanowar-Elfen und lassen uns die Option auf, jetzt eine Untapped Source zu ziehen. Das ist keine Untapped Source. Ha, das wäre zu greedy, oder? Ja, das wäre viel zu greedy. Greifen wir an für 1. Das muss ich sagen, ist so das Gefährlichste am Gladiator. Man geht viel zu oft Mana Screw. Das fehlt ein freier Mulligan in diesem Format. Ja, und da haben wir nämlich das Problem. Shit. Boom, Angriff. So, wir sind jetzt hier bei Choose a Card Name. Ich bin gespannt. Sieht ja bisher nach Mono Blue aus. Witching Well, okay. Aber da wäre es nächste Runde spielen, ne? Ah, Simic. Ja, alles tolle Karten, wenn man sie casten könnte. Super erste Runde. Ja, jetzt verlieren wir auch noch den, was uns ein Problem beschert, weil wir jetzt auf Vivien nicht casten können, wenn wir noch ein Land ziehen. Jetzt muss es halt ein rotes Land sein, das wir ziehen. Genau, da kommt der Witching Well. Ich würde fast sagen, das ist gut vorbei. Ich glaube, das ist kein Best of Three. Normalerweise zocke ich Best of Three. Aber wir gucken uns hier noch ein paar Runden an. Wenn ich weiter keine Länder ziehe, gehen wir einfach direkt ins nächste Game. Ich glaube, wir haben hier nicht mal ein Punishment für den Loss. Ja, na komm. Good Game, wir sind Mana Screwed, da kommen wir nicht mehr hinterher. Gegner zieht jetzt viel zu viele Karten, hat uns in einem Lock, hat wahrscheinlich auch ein paar Counterspells offen. Also selbst wenn wir jetzt dazu kommen würden, jede Runde einen Spell zu spielen, wären wir da raus. Ja, okay, wir haben nicht mal eine. Okay, gegen das erste Deck haben wir verloren. Ich muss allerdings sagen, was ich beim Gegner gesehen habe, war okay. Aber nichts, was wir nicht mit Ländern hätten schlagen können. Die gesamte Deckliste packe ich euch übrigens unten rein, wenn ihr selber Bock habt, einen Highlander-Deck zu bauen. Man kann halt auch einfach damit starten, alle Karten reinzupacken, die man gerade so hat, in den entsprechenden Farben und von dort aus weiterzumachen. Immer diese zwei Länder. Mit drei Ländern bin ich doch zufrieden und wir fangen wieder an. Wir haben immerhin was, was wir casten können und die Hand ist okay. No risk, no fun. Sollen wir jetzt wieder Mana Screwed sein, gucke ich nochmal auf die Landbase, bevor es weitergeht. Nicht, dass ich hier zu wenig Länder drin spiele.
Temple of Triumph. Oh, sehr gut. So, Destiny Spinner. So, Creatures könnten jetzt nicht mehr gecountert werden. Also Destiny Spinner ist in dem Deck einfach, weil er eine Silver Bullet gegen Counterspell Decks ist. Und mit 2 Mana 2, 3 Value mit reinbringt. Kann im Late Game noch ein Mana Sink sein. Ja, wir wollen auf jeden Fall Grüll Spellbreaker spielen. Gegner spielt Jeskai. Also der Effekt von Destiny Spinner könnte relevant sein. So. Kann nicht gecountert werden. Ich habe hier irgendwie... wollen wir hier mit Eile kommen? Das sind natürlich 5 Schaden. Ja, wir lassen ihn mit Eile kommen. Dann trifft uns ein gegnerischer Musical-Spell nicht so hart. Denn in Jeskai-Farben rechne ich mit Mas... Ups, was ist das denn? Five Color Stuff. Golos. Es ist auf jeden Fall Five Color. Ja gut, haben wir einen Drop gemacht. Und wir können sogar eine random Karte discarden, aber das möchte ich glaube ich gar nicht. Denn Grand Warlord Ratter, Goreclaw, Lurking Predators, alles gute Karten. Wir werden hier die kleinen. Ich will keine dieser Karten abwerfen. Stattdessen muss unser Gegner jetzt schon aufpassen. Ist runter auf 11. Jetzt braucht er den Mass Removal. Das ist er nicht. So, unser Grand Warlord hat Eile. Das bedeutet, wir haben hier 6, 8, 10 Schadenspunkte. Schade, aber wir kriegen noch 4 Mana. Das bedeutet, wir hauen den Gegner runter auf 1 und bringen ihn an den Punkt, wo er ein Mass Removal haben muss oder das Spiel verloren hat. Und dann sind wir ganz nah an Lurking Predators. Es ist halt random, ne? Na, Take Action. Yes! So. Ja, das können wir so nehmen. Gegner muss erstmal entscheiden, ob er hier blockt. Und der nicht. Bekannte Target of a Spell. Okay. Wollen wir überhaupt noch mehr committen hier? Wollen wir hier noch mehr in den Mass Removal reinlegen? Wäre eigentlich Overkill, vor allem weil wir auch eine Trampelkreatur haben. Wir committen hier mal nicht mehr rein. Ja, soll er sich die obersten 3 unserer Karten nehmen? Da kann er einen Blocker spielen. Denn wir spielen kein Mass Removal. Zumindest wüsste ich gerade nicht welchen. Ich glaube, ich habe die rote Chandra drin. Die große. Die wird uns ein bisschen treffen. Ja, Spot Removal ist okay. Wir sind, wenn er den ausspielt, sind wir immer noch deadly. Ja. Okay. Das, also so läuft das Deck mit Mana. Sehr schön. Ich glaube, wir kriegen hier den Grim Tutor als Style. Und wir stehen... Was ist das denn hier? Warum ist das hier? Müsste das nicht hier sein? Naja, egal. Aber das... Sieht seltsam aus. Wir spielen mal weiter. Ich war auch... Eigentlich wollte ich quasi auch über den Discord aufnehmen. Gibt so einen Gladiator-Discord. Also für die Leute, die das interessiert. Der ist nicht von uns. Also hier von NoGeist. Erhalten wir, weil wir 2 Drops haben und nah an NX sind. Also die Hand ist gut. Ja, ich verlinke euch den Discord. Also sowohl unseren, obwohl da in letzter Zeit nicht ganz so viel los ist, als auch den Gladiator-Discord. Wenn man Bock hat, Gladiator zu zocken, kann man da einfach auf reinschreiben, look for game und findet recht schnell einen Match. Ist auf Englisch, der Discord. Gegner startet mit Once Upon a Time, lange nicht mehr gecastet gesehen. Für diejenigen, die es nicht mehr kennen, weil es schon gebannt war, wenn das der erste Spell ist, den man castet, kann man ihn umsonst casten. Und dann darf man sich eine Karte aus den obersten 5 Karten aussuchen. Eine Kreatur oder Landkarte, genau.
Ja, den hätten wir letzte Runde gebraucht. Ich glaube, wir gehen die Route Fauna-Schamane. Denn dann können wir notfalls Lionova 11 oder sowas holen. Obwohl das nicht toll wäre. Ja, Gegner spielt Sultai. Ja, aber mit Ruf. Lionova 11 dauert halt eine Weile, ne? Weil wir keine zwei Grüne haben. Wir müssten diese Runde Lionova 11 holen, nächste Runde Lionova 11 ausspielen und erst dann könnten wir es wirklich nutzen. Also hoffen wir doch lieber. Wir haben noch zwei Runden lang was zu spielen. Ich bin bereit, den Fauna-Schamanen mit Druide zu traden, um uns Zeit zu erkaufen. Habe ich mir gedacht. Es ist sehr selten, dass der Gegner seinen Mana-Ramp gegen eine andere Kreatur tradet, die kein Match-Winner ist. Fauna-Schamane ist zwar gut, weil wir damit eine Karte aus dem Deck holen können, für uns aber gerade nicht so relevant. Na gut, wir können immerhin weiter ausspielen. Okay. Die wird er allerdings traden, oder? Obwohl, nee, der hat eine Static Ability, die wir auch hier rausnehmen können. Okay. Wir sind das Aggro-Deck und so spielen wir es jetzt auch. Vorder-Schaman ist nur gut, wenn wir zu viel Mana haben. Und die Zeit dafür. So zwei Länder nacheinander wären natürlich super. Annex into Questing Beast oder Ripjaw Raptor. Der Raptor übrigens auch eine mega coole Karte. Weil immer der Schaden kriegt, ziehst du eine Karte. Das ganze Enrage-Theme von Ixalan ist ganz lustig. Fiend Artisan. Gute Karte. Kann eine Kreatur opfern, um eine aus dem Deck zu holen. Da kommen wir doch langsam in die richtige Richtung. Wir sind natürlich bereit, unsere 3-3 hier zu traden. Hätte mich auch gewundert, wenn das macht. Wir hängen natürlich mit dem Aggro ein bisschen behind the curve. Gegner ist hoch auf 5 Länder. Also Sultai-Decks sind in der Regel Value-Decks. Die Frage ist, was holt er sich mit dem Fiend Artisan? Wird er den nutzen? Hat er konkreten Plan dafür? Hydroid Crazes als 4-4. Hätte schon mal sein können. So, jetzt natürlich die Frage: Questing Beast würde sofort mit Crazes traden. Ripjaw Raptor nicht. Aber Trade mit Crazes ist halt auch vollkommen in Ordnung für uns, weil wir dann zusätzlich noch 2 ins Einser bekommen. Auf der anderen Seite bereiten wir natürlich. Aber Dinosaurs, you control have haste. Ja, komm, wir gehen hier voll aggro. Wenn er mit Hydroid Crazes blockt, werden halt unsere anderen Attacker frei. Ja, genau. Wir kriegen jetzt 2-1-1er. Wir haben wieder positive Attacks. Regisaur Alpha könnte nächste Runde kommen. Und wenn nicht, dann der Ripjaw Raptor. Der Thunder Shaman ist auch eine ganz okay Karte. Aber hauptsächlich gut gegen Artefakte und Enchantments. Ja, Ashiok nervt jetzt ein bisschen. Aber gegen unsere 3-3er muss er immer noch traden. Schön, schön. Spielen wir den Alpha. Dann haben wir halt noch einen 3-3er, der mit angreifen kann. Und nächste Runde haben wir Ripjaw Raptor Lovestruck Beast. Ja, ich spiele den Alpha. Die 3-3 mit Eile jetzt ist genau der Sweet Spot, um hier vernünftig angreifen zu können. So, die 1-1er dürfen von uns aus sterben. Vollkommen in Ordnung. Und ja.
Wichtig ist halt einfach, ne, ein Ashiok muss runter vom Feld. Der macht dem Gegner jede Runde eine Kreatur. Hat auf minus 7 bereits ein Ultimate. Das wollen wir alles nicht. Jetzt, wo das Mana kommt, können wir hier auch solide Aggro aufbauen. Er tauscht gegen den Goblin. Das wundert mich. Es sei denn, er will vorher noch eine für x gleich 0. Ist ja Quatsch, oder? Also, er könnte halt eine Kreatur opfern, um den einen größer zu machen. Aber dafür hätte er halt keine Value. Achso, oh, nee, kann er gar nicht. Sorcery Speed. Okay, Gegner hat hier zwei Kreaturen getradet. Und drei Schadenspunkte genommen. Dafür seinen Ashiok gerettet und hat natürlich einen Spot Removal verwendet. Sorry, Allergien. Hat zwei verhältnismäßig schlechte Blocker bisher. Ah, der ist bitter. Der ist bitter, weil der dafür sorgt, dass unser Ripjaw Raptor keine Eile mehr hat. Oder auch nicht. Er macht Kreaturen. So. Wir legen Ripjaw Raptor. Sehr schön. Hat der jetzt auch Trampel? Ne, der hat Trampel, ne? Ja. Aber Haste hat er. So, wie will er denn hier blocken? Und wie wollen wir angreifen? Eigentlich will ich Ashiok loswerden. Aber der Ugin ist, glaube ich, sogar noch besser, oder? Ja, der macht halt auch Kreaturen. Diese Kreaturen ziehen ihm aber auch noch Karten. Und vom Ultimate ist der weit, weit weg. Der minus 3 destroyed. Der bounced. Und dann haben wir immer noch eine Wahl. Wahrscheinlich schon sinnvoller, den Ugin zu töten. Ja. Alles auf den Ugin. Ja. Das ist vollkommen in Ordnung. Doppelblock, ja. Das hat für uns den Vorteil, dass wir ihm den 2-3er zerstören können, anstatt den 2-2er, sodass er die Karte nicht sieht. Ja, ist er auch am Überlegen, glaube ich. Vielleicht lässt er auch einfach durch. Scheint aber nichts Dolles unter dem 2-2er zu sein, sonst würde er den definitiv opfern. Ja. Das ist vollkommen in Ordnung. So, ein Planeswalker gehandelt. Ein Gegner hat noch ein paar mehr Handkarten als wir. Gonti. Gonti ist eine schöne Karte. Death Touch. Leider. Und kann eine unserer obersten vier Karten nehmen und hat die dann quasi als zusätzliche Handkarte. Also die ist dann halt im Exil, wie das halt bei so Kartenklau-Dingern ist. Okay, Blocker legt da raus. Wir müssen Ashiok töten. Sehr nice. Sehr nice. Natürlich runter auf 1. Ja, aber unsere Attacks sind nicht gut. Also wir sind bereit, den Ripjaw Raptor gegen Gonti zu traden, weil wir dabei auch eine Karte ziehen. Aber der Ashiok wird ein richtiges Problem. Wir greifen auf jeden Fall an. Wo ist unser Trampel? So, ja, das ist jetzt traurig. Wir brauchen. Also wir müssen nächste Runde was gegen Ashiok ziehen. Fliegend mit Eile oder so. Irgendwie sowas in die Richtung wäre super. Einen der Eile-Drachen brauchen wir.
Das Ding gibt Trampel, oder? Ja. So. Da muss er halt doppelt blocken. Das kann er aber. Er kann sogar ganz gut doppelt blocken. Er kann zu gut doppelt blocken. Das bringt uns noch nicht ganz weiter. Ein Angriff hier wäre sinnlos. Also er würde mit den beiden Nightmaren blocken und wir könnten sogar nur einen davon vernichten. Das ist kein guter Trade. Unser Lovestruck Beast gegen einen Nightmare. Leider hat unser Gegner jetzt hier ein bisschen Rückenwind. Wenn wir wieder ein bisschen zu langsam rausgekommen sind als Agro-Deck. Ich glaube tatsächlich, unsere beste Win-Chance ist nächste Runde Ashiok töten. Dafür brauchen wir einen fliegenden Haster. Oder Lightning Strike. Domries, Dings würde auch helfen. Also wir haben ein paar Karten, die Ashiok töten und dann müssten wir halt gucken, dass wir da irgendwie wieder reinkommen. Aber der Us ist halt auch inzwischen eine ziemlich große Bedrohung. Lass mal durch, kein Grund hier zu blocken. Wir gucken uns den nächsten Draw an und wenn das nicht eine krasse Antwort auf den Ashiok ist, dann gehen wir auf. Da halbiert er unsere Lebenspunkte. Das ist keine krasse Antwort. Wir traden hier immer noch gegen einen Nightmare. Das gibt ein Good Game. Und wir conceden. 1 zu 2. Nicht die Performance, die ich von Grull erwarte. Spielen wir noch eins mit Grull. Und sollten wir das auch verlieren, wechsle ich das Deck. Hab ja noch ein paar. Und das ging flott. Paperboy. Der Paperboy spielt aber online. Drei Länder. Ist nicht wahr. Aber kein Two-Drop. Ah, Goreclaw ist so cool. Ja, keepen wir. Goreclaw ist unser bester Ramp-Spell. Macht einfach viele unserer Kreaturen um zwei billiger. Questing Beast für zwei zu casten ist ziemlich cool. Da haben wir auch unser viertes Mana und Power. Was zockt der Gegner hier? Grixis. Sieht nach einem Spellstack aus. Das ist das vierte Land. Dann brauchen wir nicht unbedingt Domri. Dann spielen wir lieber Gramgali. Der macht ähnliches. Nur, dass er selber noch Power hat. Und nächste Runde legen wir Goreclaw. Lavacoil. Genau, Goreclaw. Nächste Runde Questing Beast plus Rubber. Immer davon ausgegangen, dass Goreclaw diese Runde überlebt. Schade. Ja, geht hoch auf 4 und verliert gegen unser Questing Beast. Das ist schön. Grand Warlord Ratha. Super coole Karte. Hatten wir eben schon mal. 3-4 Haste und gibt uns so viel Mana, wie wir angreifende Kreaturen haben für die Second Main. So, Gegner hat 4 Handkarten und wir haben einen Haufen Threads. Der sucht ein Land, oder?
Put it into your hand. Genau, 3 Mana 1-1 Colorless aus Ikoria. 1-1 Vigilance. Ganz wichtig. Das. Naja, war für Mutate relevant. Fünftes Land. Wir können halt einfach eine Vivian droppen, wo der Gegner hier 2 Mana offen hat. Wenn der Gegner 2 Mana offen hat, tendiere ich dazu zu Double Spellen. Angefangen mit Rob of the Rich into Domri. Okay, hätte keinen gehabt. Wollen wir hier mehr Schaden machen? Wir könnten den Pathfinder wegmachen, um 3 Schadenspunkte mehr zu machen. Ich sehe keinen wirklichen Nachteil davon, den runter zu hauen auf 1. Wenn er einen Burnspell hat, hat er einen Burnspell. Dann soll er den auf Domri verwenden. Wäre das nicht schlecht? Allerdings haben wir eine Eile-Kreatur und damit hat sich die Sache auch schon wieder erledigt. Er hat 1 Mana. Kann er mit 1 Mana eine Kreatur countern? Wäre mir neu. So. Wir kriegen hier mal grün. Wir können jetzt gleich noch Triumph of Amex spielen. Damit wir es schon mal auf dem Board haben. Nächste Runde hat die dann Stärke 6 und das wäre theoretisch Liefel. Den können wir halt loswerden, also nehme ich durch den Removal Spell hier weg, weil wir schon einen Removal Spell haben. Und die Vivian ist halt einfach Value. Ja, unser Gegner muss jetzt hier gleich Shump locken. Kann er sich so viele Länder auf die Hand nehmen, wie er möchte. So, wir könnten einen wegfighten. Brauchen wir aber nicht unbedingt. Stattdessen legen wir Vivian. Ja, Gegner sieht es auch, dass er hier nicht weiterkommt. Okay. 2-2. Und ich würde sagen, wir wechseln einfach nochmal das Deck. Oder machen wir das später? Ja, komm. Wir machen erstmal die 3 Siege. Und wir gucken uns später nochmal ein paar andere Decks an. Die sind nicht alle ausgereift. Ein paar sind halt einfach ein bisschen drauf los. Gucken wir erstmal, dass wir das 3-2 machen. Und die anderen Decks zeige ich euch dann später. Das Schöne an Gladiator ist halt auch, dass du... Ah, 3 Länder läuft. 3 Länder Paradise Druid. Yes. Das Schöne an Gladiator ist halt, dass es auch keine wirklich festen Listen gibt. Man kann natürlich so anfangen, dass man jetzt hier, keine Ahnung, aus dem Video unten einmal rauskopiert, was ich spiele. Feststellt, oh, ich habe aber irgendwie 50% der Karten nicht. Und dann halt einfach alles auffüllt mit Karten, die man cool findet. Oder man startet halt einfach selber und sagt, hey, ich will die und die Farbe. Guck's erstmal rein, pack's mal alles rein, guck's mal, wie weit du kommst. Wäre cool, wenn wir den hier später mit dem Harpooner töten könnten. Das sieht mir nach White Weenie Aggro aus. Gegen White Weenie Aggro sind wir eigentlich mit so einem Love Struck Beast ganz gut dran. Ja, keine Blocks. Genau. Jetzt legen wir beide Seiten vom Love Struck Beast. Denn an so einer 5-5 kommt der Gegner erstmal nicht vorbei. Da braucht er einen Removal Spell. Die 1-1 blockt hier ebenfalls super. Ja. Der ist einfach klasse Blocker. Der hat Ascent. Dann wird er eine 3-3. Gute Karte aus Ixalan. Ascent kriegt unser Gegner, wenn er 10 Permanents hat. Er ist gerade bei 9. Und Ascent verliert man aber auch nicht mehr. Ja, es ist Hardcore White Weenie.
So, was können wir diese Runde machen? Wir können Vivien spielen und jede Runde einen 3-3er machen. Das ist mächtig. Wir können mit dem Harpooner einen Blocker legen, einen Healer's Hawk töten und Lava Coil auf Linden machen. Da würden wir halt den gegnerischen Aggro so ein bisschen schwächen. Ich glaube, das mache ich. Wir spielen den Harpooner, schießen quasi umsonst den Hawk ab. Nutzen die Lava Coil, damit unser Gegner keine Lebenspunkte mehr bekommt und nehmen den größten Threat raus. Im gegnerischen Endstep können wir noch Forgotten Cave cyclen. Eine der Karten, die über Historic reinkam, ursprünglich aus, ich meine, Legion oder Onslaught. Glorious Entrance, alle plus 1 plus 1, ist eine der wichtigsten Karten in einem solchen Deck, aber wir traden hier immer noch ziemlich gut. Und er ist out of gas. Ja. Ich habe entschieden, keinen Angriff zu machen. Sakan ist cool, Vivien ist cooler. Kein Artefakt, oder? Ne, kein Artefakt. Wir nehmen. Ja, Reach haben wir schon. Ja. Okay, Gegner gibt auf. Ja, hatte keine Handkarten mehr. Wir haben jede Runde jetzt Value. Das Schöne an Grull ist halt, dass du diese Mischung aus aggressiven Karten und guten Planeswalkern hast. Fast alle Vivians sind gut in dem Format. Das war Grull. Und wenn ihr noch andere Highlander-Decks sehen wollt, dann guckt mal ein bisschen auf dem Kanal. Ich lad vielleicht noch ein paar davon hoch mit dann den anderen Decks. Viel Spaß beim selber Spielen.